Das BSW hat im Bundestag eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro beantragt, was angesichts einer historisch niedrigen Tarifbindung von nur noch 50% auch dringend erforderlich ist. Die niedrigen Löhne in Deutschland sind seit Anfang der 90er so gut wie überhaupt nicht gestiegen, manche sogar abgesackt. Also eine einzige Katastrophe, die wir lohntechnisch in Deutschland haben, die durch absichtliches Lohndumping der deutschen Bundesregierung seit Helmut Kohl und Gerhard Schröder herbeigeführt wurde. Und das BSW hat nun gesagt, Schluss damit, wir brauchen einen höheren Mindestlohn. Aber wenn die Gewerkschaften es alleine nicht schaffen, dann sollten wir wenigstens die Forderung der Gewerkschaften, denn 14 Euro Mindestlohn, das ist keine Forderung, die sich das BSW ausgedacht hat, das ist eine Forderung, die hatten die Gewerkschaften auch schon, dann sollten wir wenigstens dieser Forderung nachgehen. Klaus Ernst hält im Bundestag eine wirklich gute Rede, wo er begründet, warum das so gemacht werden sollte und warum die deutschen Arbeiter endlich wieder höhere Löhne verdient haben und diese ganze katastrophale Wirtschaftspolitik der Ampel, ja, endlich abgelöst gehört. Ich weiß, Sie wissen, dass Sie dran sind, Herr Krungen. Weil wenn Sie schon kritisieren, dass es einen politischen Eingriff gibt in den Lohn, dann hätten Sie zum Beispiel in der Ampel ja den gar nicht machen dürfen. Den haben Sie ja selber gemacht. Den haben Sie doch selber gemacht. Sie haben doch den Mindestlohn politisch erhöht. Ja, wer denn sonst? Also wenigstens mal erinnern, was man vorher gemacht hat, dann sind solche Reden ein bisschen besser. Und so, ja, Frau Schimke, Sie sind die Nächste, wie ich leider reden muss. Es freut mich, dass Sie ja über Spielbälle oder sonst was reden. Das zeigt mir, dass Sie vermutlich noch nie Mindestlohn gearbeitet haben. Sonst wird sie weniger über Bälle reden, sondern vielleicht über die Realitäten. Und mir sind Bälle egal. Es kommt darauf an, was die Leute rauskriegen. Und deshalb haben wir den Antrag gestellt, abzustimmen, dass wir den Mindestlohn entsprechend erhöhen. Um das geht es. Und deshalb haben wir unseren Antrag gestellt. Meine Damen und Herren, wir wissen alle, das ist zu wenig, was wir gemacht haben. Und die Mindestlohnkommission, was die gemacht hat, war natürlich ein Riesenskandal. Und wenn sowas ist, muss die Politik eingreifen, weil uns geht es nicht um irgendwelche Spiele, sondern um die Realitäten, die die Menschen haben. Was kriegen sie für ihre Arbeit? Und da ist das, was zurzeit ist, einfach schlichtweg zu wenig. Wir wissen insbesondere in Ostdeutschland sind die... Was die Mindestlohnkommission angeht, FDP und SPD haben da zusammen eine Erhöhung des Mindestlohnes verhindert. Das könnte man als BSW-Vertreter vielleicht mal etwas popularisieren. Also diese Rede jetzt leider nicht gemacht, könnte Sarah Wagenknecht in ihrem Pressestatement vielleicht mal sagen. Beziehungsweise man kann ja jetzt auch auf diese Bundestagsabstimmung verweisen, wo die Ampel ja eine Erhöhung des Mindestlohnes zusammen mit der AfD und zusammen mit der CDU verhindert hat. Also Altparteien und AfD sind zumindest, was Wirtschaftspolitik angeht, noch auf einer Linie. Löhne bis zu 20% niedriger. Im Westen sind auch insbesondere Frauen von diesen niedrigen Löhnen betroffen. Und auf unsere Anfrage hin hat die Staatssekretärin Kramme geantwortet, dass es 8,4 Millionen Menschen sind, die einen Bruttostundenverdienst von unter 14 Euro haben. 8,4 Millionen Menschen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, durch das, dass wir diesen Antrag vorgelegt haben, haben Sie alle die Möglichkeit mitzuentscheiden, dass wir für 8,4 Millionen die Lebenssituation verbessern. Und zwar, wenn Sie unserem Antrag zustimmen. Und das ist mir vollkommen wurscht, ob wir irgendwelche Strukturveränderungen machen müssen. Ja, da haben wir ja Vorschläge, die sind ja auch in Ordnung. Aber bis wir solche Vorschläge bekommen, die dann in der Realität umgesetzt werden können, kommen Sie bitte jetzt haben wir Schluss. Die Chance, jetzt zustimmen, dann haben Sie was für die Leute getan und alles andere ist Humbug. So, gute Rede von Klaus Ernst. Ihr merkt, es klatschen nur die BSW-Abgeordneten. Ja, die linken Abgeordneten sind ein bisschen böse, glaube ich, dass das BSW durch die Abspaltung von den Linken, die den verschuldet hat durch ihre katastrophale Friedenspolitik und durch diesen Woke-Wahn, dem sie sich hingegeben hat, dass das BSW die Linke damit beerdigt hat und die Linke jetzt auf dem Kurs Richtung Sonstiges. Okay, anderes Thema, hat jetzt nicht so viel mit Mindestlohn zu tun. Aber es ist lustig, wer im Bundestag bei welchen Reden klatscht, egal wie großen, was für einen großen Unsinn der CDU da verbreitet. Alle CDU-Abgeordneten stehen da, ja, ja, der hat recht. Also, ja, ja, beziehungsweise die CDU-Abgeordnete, Jana Schimke, irrelevante Hinterbänklerin, brauchen wir uns hoffentlich nicht merken. Die Frau spielt hoffentlich nie wieder eine Rolle, war furchtbar, die Rede, die sie gehalten hat. Also da haben ja wirklich alle geklatscht. Das war ja wirklich einziges Irrenhaus dieser Bundestag mittlerweile. Ein guter Antrag vom BSW wurde selbstverständlich abgelehnt von den Altparteien, von der AfD. Und wie gesagt, bei der Ampel war nichts anderes zu erwarten. Die hat ja in der Mindestlohnkommission die Erhöhung des Mindestlohnes vorher verhindert. Man kann es nicht häufig genug betonen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.